Nach dem starken Wochenauftakt folgte heute eine Schwächephase. Ohne jedoch ein neues Signal zu erzeugen, wie es morgen weitergehen kann, möchten wir jetzt im Tagesausblick von tradingportal.net besprechen. Ja, am Montag ging es per Raketenstart quasi in die neue Woche. Heute etwas die Rückabwicklung, ein schwächerer Tagesschluss. Man hat sich vom Wochenwiderstand, den man am Montag getestet hat, wieder entfernt. Aber Signal, wie eben erwähnt, gab es auf der Unterseite eben noch nicht. Die Rakete bleibt noch stehen. Man könnte noch einmal zünden, möchte man meine. Der Start morgen daher umso interessanter. Den Blick auf die Chartreihe werden wir gleich werfen und dann diese aktuelle Lage genauer besprechen. Vorher noch zwei kleine oder drei kleine Grafiken, um genau zu sein. Einmal haben wir noch hier den Einzelhandel, US-Einzelhandel und die Pleitewelle, die aktuell anläuft. Ich hatte diese Grafik vor 2 Wochen schon mal gezeigt. Damals haben die Pleiten im Einzelhandel das Niveau von der Finanzkrise erreicht. Jetzt schießt man schon deutlich drüber hinweg. Also größte Pleitewelle seit über 10 Jahren, vor allem nicht nur nach der Stärke, sondern auch nach der Geschwindigkeit. Keine ging so schnell voran wie diesmal. Also die Grafik zeige ich einfach nochmal, um euch up to date zu halten. Also ganz vorbei ist die Corona-Krise quasi noch nicht. Und vor allem eben, wenn jetzt der Umsatz nicht zurückkommt in 100%, sondern nur geringfügig 50% etc. oder wieder kleine Lockdowns gibt, ja, da sind die ersten Hilfsgelder schnell aufgebraucht und die nächsten Unternehmen könnten dann eben mit Verzögerung, wenn die Hilfsgelder ausgelaufen sind, dann in Bredouille geraten und vielleicht auch ihre Insolvenz anmelden. Gerade die Einzelhändler haben wirklich zu kämpfen, zeigt eben auch diese Grafik. Dann noch eine Grafik, nochmal als Nachbearbeitung quasi vom US-Job-Report von der vergangenen Woche. Damals hatte ich es euch schon gesagt, vor allem hat man sich auf die kurzfristigen Jobveränderungen sich fokussiert, weil diese eben positiv waren, dass gerade im Dienstleistungsbereich, dass man im Hire and Fire man schnell wieder zurückkommen konnte, aber eben schnell wieder gekündigt sein kann. Aber gerade der dauerhafte, der anhaltende Jobverlust, der war im offiziellen Jobreport, also Arbeitsmarktbericht der USA, auch schon ein deutlich negativ angehaucht, hat einen deutlichen Zuwachs gezeigt. Hier ist auch nochmal dargestellt, mit dem S&P 500 invertiert diese Zahl. Und ja, könnt ihr quasi selbst euch ein Bild von machen. Zu sehen sind auch ist die Phase 2000, Dotcom-Bubble und eben die Finanzkrise, wo es eben auch diesen anhaltenden, permanenten Jobverlust gab. Und die Märkte darauf eben reagierten. Finanzkrise etwas später, erst mit Verzug. Diesmal geht wieder eine Divergenz aus. Aktuell ist es wirklich Zeit der Divergenzen. Und die Frage, wird sie diesmal geschlossen oder nicht? Man möchte meinen, natürlich kann das nicht alles gut sein. Die Warnsignale sind überall an, aber es läuft eben immer noch weiter. Und zwar immer das Extrem wird noch weiter ausgespielt. Das sind eben diese Überhitzungsphasen. Und ein Beispiel dieser Überhitzungsphase können wir hier sehen in dieser Grafik. Hatte ich euch auch schon mal gezeigt, aber sie zieht eben immer weiter an. Gerade die großen Tech-Werte ziehen einfach diese Rallye, gar nicht die breite Masse. Die großen Tech-Werte, meistens auch noch außerbörslich. Hier so sehen Microsoft, Apple, Amazon, Google und Facebook, 5 Top-Tech-Unternehmen im S&P 500. Und sie machen bereits 22% der gesamten Marktkapitalisierung vom S&P 500 aus. Es ist wirklich verrückt. Ich hatte es euch gestern auch im Video gezeigt, dass nun einige dieser Unternehmen auch die 1,5 Billionen Dollar Marke bei der Marktkapitalisierung geknackt haben. Es sind wirklich verrückte Zahlen. Auch der Vergleich zur Dotcom-Bubble passt gar nicht mehr, man ist schon drüber hinausgeschossen. Eigentlich im Warnsignal, dass eben wieder nur einige große Unternehmen, Tech-Werte, mit viel Fantasie eben auch, natürlich verdienen die auch Geld, Apple etc., die drucken Geld am Stück, aber die Bewertung muss eben trotzdem noch im Maß sein. Und es gibt natürlich auch Werte, die eben nicht so viel Geld erzeugen können. Wenn ich an Tesla denke, in den letzten 5 Tagen über 40% gestiegen. Das sind einfach Überhitzungen, die einfach nicht mehr ins Bild passen. Also Warnsignale gibt es wahrlich genug, aber eben, man wird ordentlich weitergezogen, vor allem auch durch die Tech-Werte hier. Auch heute wieder bisher ein Plus in der Nasdaq. Mal schauen, ob dieses anhalten kann. Nun gut, das waren die einigen kleinen Grafiken. Wir wollen ins Chartbild
schauen in die einzelnen Chartreihen. Gehen wir hier rein in den DAX vereinfacht. Die Keilformation, die einfach nicht aufgelöst werden möchte. Unterseite vergangene Woche mehrfach getestet, dann nochmal hochgeschoben an die 610 rein. War der Wochenschluss quasi hier. Ich hatte es euch gesagt zum Wochenausblick. Das sieht jetzt nicht sauber aus. Selbst die Bären bräuchten jetzt noch einen Hochpunkt. Einen Hochpunkt am besten Richtung 2018er Trendlinie hier gesehen. Haben wir nun am Montag Bär mit Schwung geholt, per Aufwärtsgap geholt. Und nun die Schwächephase. Auch Abwärtsgap, Aufwärtsgap, Abwärtsgap, vielleicht ein Abendstern hier drin. Also ich habe es euch gesagt, auch ein Hochpunkt in diesem Bereich kann durchaus genutzt werden noch für die Bären. Heute haben sie einen ersten Fuß nach vorne gesetzt, aber es muss der zweite folgen. Und das wird wegen des Morgen umso interessanter. Die Chance wäre natürlich gegeben, hier auch einen Doppeltop reinzusetzen. Ne, einen Doppeltop und dann am besten noch den Keil auflösen, der schon eigentlich schon viel zu weit gelaufen ist. Aber ein fester Start morgen und ja, man hangelt erstmal weiter Richtung 2018er Trend. Aber das schauen wir uns gleich im Detail an. Wir beginnen erstmal im Wochenchart, also jede Kerze stellt eine Woche dar. Das sind die Wochen hier seit Juni auf und ab und eigentlich kommt man nicht wirklich voran. Das ist unsere aktuelle Woche hoch reingekommen, 6,10 direkt genommen zum Wochenauftakt. Damit war die Spanne eigentlich aktiv über 37, 77 Richtung 8,60 zu diesem 2018er Trend. Nun wieder Schluss nah an der 6,10. Ist die Frage, aktivieren wir den nächsten Cluster zu 94? Unterhalb der 94 könnte es hingegen erstmals wieder eine Eintrübung geben Richtung 390, 370, 330. Wäre das dann möglich, dass man dort den nächsten Cluster aktivieren könnte? Wirklich gefährlich wird es erst, wenn hier dieser Bereich mit den ganzen gleitenden Durchschnitten 11.900 Richtung 12.100. Dieser durchbrochen wird, wird es erstmals auch übergeordnet interessant für den DAX. Meistens passiert sowas dann auch wie ein Impuls. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass überhaupt noch fallen kann. Und urplötzlich fällt er nahezu aus dem Nichts heraus. Und aber erst in diesem Bereich, wie gesagt, wird es eben übergeordnet interessant für die Bären. Da könnte das Bild kippen. Aktuell haben wir die erste gute Spanne ausgebildet. 6,10 zu 2018er Trend bei 8,60, wie gesagt, unterhalb der 94 aktiven. Darunter wird es dann erstmals doch eine kleine Eintrübung geben auf Wochensicht. Wir blicken uns, schauen uns das nochmal im Tagesschart genauer an. Hier ist nochmal die Keilformation. Das vereinfachte Bild hatte ich ja vorher gezeigt. Hier sind jetzt mehr Linien drin. Ich möchte sie einfach bloß nicht immer alle rausnehmen. Wir konzentrieren uns einfach auf den Zeitbereich, der aktuell interessant ist. Das war der Montag. Aufwärtsgap hoch Richtung 2018er Trendlinie. Heute der schwache Start. Der schwächere Start mit Abwärtsgap. Eigentlich ist das schon ein gutes Signal für so einen nicht ganz sauberen Abendstern. Aber es passt zu gut mit Aufwärts- und Abwärtsgap. So nah am wichtigen Widerstand. Eigentlich passt es gut rein. Aber hier der Bereich 6,10. Aber heute auch unser Schlusskurs nahezu war denn genau 6,17. Also 6,10 wird morgen der Bereich sein, der eben auch von Bedeutung sein wird. Oberhalb, wenn man wirklich oberhalb reinkommt, können die Bullen wirklich hoffen, ihre Spanne, aktuelle Wochenrange, zu verteidigen, dass man doch wieder Richtung 6, von der 6,10 Richtung 6,60 laufen können und dann Richtung 7,30. Das wäre dann eine erste Range, die man ausbilden könnte, wenn man wirklich hoch reinkommt. Also 6,10 direkt wieder verteidigen, könnte das hier unsere erste Tagesrange werden. Könnte vielleicht sogar noch erweitert werden Richtung 7,60 und zum oberen Bollinger Band bei knapp 8,30. Also 6,10, 6,60, 7,30, erste Range möglich, wenn man gut reinkommt. Im zweiten Schritt der Weiterbau Richtung 7,60 und 8,30. Viel mehr sollte im bullischen Fall morgen auch nicht möglich sein. Falls doch, geht es eben weiter Richtung 9,15 und 8,60 wären die nächsten Morgen, die ihr im Übrigen auch auf tradingportal.net im Tagesartikel nachlesen könnt. Kommen wir hingegen schwächer rein und verlieren die 6,10, dann könnten die Bären Mut fassen, einen weiteren Angriff zu wagen über die 5,30. Dort wurden wir heute aufgekauft. 5,30 zu 4,90 wäre das unser erster Range. Und dann wäre auch die Keilunterkante vom Keil, die eigentlich schon so weit gelaufen ist, wäre dann
verletzt, also unterhalb der 16, 5,30, 4,90, erste Range. Und wenn wir wirklich durch die 4,90 wieder fallen, am besten eben auch auf Stundenschlussbasis, dann wäre dann der nächste Cluster, die ich euch immer hier per Pfeil markiere, wäre dann wieder aktiv. Könnte man dort wieder reintauchen von der 4,90 zu 4,35, 3,90, 3,70 als erste Spanne hier hin und im zweiten Schritt zum mittleren Bollinger Band. Und der 3,30 und wo läuft mit der Bollinger Band 3, genau 3,5 wäre das dann im zweiten Schritt. Könnte man, wie gesagt, auch zwei Tage drinnen verweilen. Aber manchmal hat es der DAX ja auch ganz eilig. Also unterhalb der 4,90 könnte der nächste Cluster aktiviert werden. Könnten die Bären doch mal so langsam, vielleicht könnte dann sogar ein Doppeltop immer deutlicher werden. Das wäre zumindest ein erstes Signal der Bären, wenn sie die 4,90 also die Bullen die 4,90 aufgeben müssen, wäre es ein erster kleiner Gewinn für die Bären Richtung 4,35 dann weiter fortzusetzen, 3,90, 3,70 und im zweiten Schritt zu 3,30 und 3,5. Wenn wir dort durchbrechen, ja, dann wäre der Weg hier, nächste Cluster, zum Essen mal 200 wieder frei. Aber morgen, wie gesagt, erstmal relevant die 6,10, stabiler Start rein und wir hätten vermutlich erstmal wieder diese Tagesrange. Es fehlt auch komplett an Impulsgebern. Morgen eigentlich keine wichtigen Wirtschaftsdaten. Man schaut letztendlich gespannt auf die Berichtssaison, die erst in der kommenden Woche beginnt. Als Ober bei 6,10, 6,60, 7,30. Erste Spanne erweiterbar über 7,60 zu 8,30. Unterhalb der 6,10, naja, die Bären können es wagen über die 5,30 zu 4,90. Wenn wir die 4,90 hergeben, könnte etwas Dynamik aufkommen. Der nächste Cluster wäre aktiv über die 4,35, 3,90, 3,70 zu 3,30 und 3,5. Hierhin wäre aber dann auch ein Weg eigentlich für zwei Tage. Nun gut, wir haben noch den Stundenchart, habe ich euch auch noch parat. Das ist nochmal das Hochjahr aus Anfang Juni. Hier sind wir am Montag reingekommen, per Aufwärtsgap, heute die Schwächephase, ist auch so ein umgekehrtes Dreieck, was man wirklich seit Mitte Juni aktiv haben. Haben wir auch eine Oberkante hier getestet und jetzt, ja, könnte man vielleicht auch die Chance sehen für eine SKS-Formation, Schulter, Kopf, Schulter hier im Stundenchart. Dann darf eben die 6,60 nicht mehr genommen werden bis morgen, am besten schon bei 6,10 Schwäche dann, dass wir hier dann nicht höher kommen. Also 6,10, 6,60 wäre im Stundenchart schon die Marke. Jetzt müssen die Bären kommen. Er passt ja auch gut zum Tagesschart, dass man sonst oberhalb die Spanne wieder aufrecht halten kann, Richtung 7,30, 7,60. Und dann kann man in beide Richtungen diese Marke wieder hangeln, die ich euch eben bereits genannt habe. Aber hier im Stundenchart die Chance für eine SKS durchaus gegeben, auch mit Spannung, weil sie eigentlich dann erst im nächsten Tag interessant werden könnte. 5,30 wäre hier zu nennen. Dann eben auch die 4,90 im zweiten Schritt, 4,35, 3,90. Aber so eine aktive SKS-Formation hätte eben auch mal die Kraft, dann eigentlich wieder den DAX deutlich tiefer zu drücken in den wichtigen Bereich, wo die großen gleitenden Durchschnitte dann beginnen, hier in diese Zone hier unten. Also Stundenchart auch interessant. Durch die kleine SKS-Formation in deutet sich zumindest an, könnte man verfolgen, wenn man wirklich Schwäche zwischen 6,10 und 6,60 bereits erleben. Aber das soll es nun wirklich gewesen sein. Die einzelnen Morgen sind nun bekannt und könnt ihr gerne nochmal auf tradingportal.net nachschauen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns dann morgen wieder auf der Seite treffen und über das Marktgeschehen diskutieren. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und Zuhören und gerne bis morgen. Dankeschön und ciao.